Hallo und recht herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Let's Play World of Warships und hier mit einem neuen Tier 10 Kreuzer natürlich, und zwar der Amerikaner, der Des Moines. Hoffe ich spreche es so richtig aus, aber Des Moines klingt sehr falsch, also denke ich mal, du wirst die Des Moines sein. Und ja, wir werden einfach jetzt mal ins Game reindrücken und hoffen, dass die Wartezeit nicht zu lange ist. Dementsprechend gucken wir mal. Falls er zu lange sein sollte, werde ich natürlich die Warteschlange abbrechen und wir sehen uns direkt im Spiel. Wir geben den ganzen mal bis, würde ich mal sagen, 20 Sekunden. Das soll ja auch überschaubar bleiben und ihr wollt ja auch eher das Schiff sehen und nicht hier den Random Battle Counter. Und zwar würde ich sagen, sehen wir uns im Spiel. Bis gleich. So, und da sind wir schon, und es geht auch los, und ihr seht, es ist sehr überschaubar von den Gegnern. Also ist das ein Achtermatch, also 4 gegen 4. Das ist natürlich auch gern mal so einfach aufgrund dessen, dass hier einfach die Warteschlange, das hat jetzt über 3 Minuten gedauert, irgendwann dann für sich abbricht und sagt, okay, wir matchen jetzt das, was es zu matchen gibt. Und ja, deswegen hier ein entspanntes 4 gegen 4. Auch mal was Schnuckeliges fürs Kleines. So, wir sehen als erstes mal, das ganze Ding kommt fast 16 Kilometer weit und hat dann eine extrem schnelle Nachladezeit, gerade mal 5 Sekunden oder 6 Sekunden. Das ist natürlich schon sehr, sehr, sehr flink als Reload. Ich kämpfe hier gegen drei Schlachtschiffe oder beziehungsweise drei Schlachtschiffe und eine ebenfalls eine Des Moines, der den aber schon erspielt hat. Also an dieser Stelle Kompliment für ein Tier 10 schon erspielt. Das ist noch nicht häufig der Fall. Jetzt bin ich natürlich hier vorne ganz an der Front. Meine Nagator und die beiden Amagis, die sind natürlich ein Stück weit weg. Deswegen werde ich mich jetzt noch nicht so schnell so weit nach vorne begeben. Gerade weil natürlich auch die Schiffe nicht so unterstützend wirken können, wie ich das gern hätte, aufgrund der Eisberge. Deswegen werden wir jetzt einfach mal hier seitlich so ein bisschen was abfahren. Ich glaube mal, dass in den Cap das keiner direkt fährt. Das würde mich dann doch sehr stark wundern. Ich behalte natürlich den Cap im Auge. Was sehen wir ansonsten von diesem schönen Tier 10 Schiff? Also er fährt 33 Knoten. Oder es fährt 33 Knoten. Wirkt auf den ersten paar Metern schon recht agil, also muss man schon sagen, also die Wendung gerade eben, die ging ganz gut. Bin jetzt wirklich sehr gespannt, das ist ja jetzt eher ein Katz-und-Maus-Spiel, die Gegner zu finden. Bin gespannt, ob sie sich aufteilen oder ob sie alle zu viert irgendwo auftauchen. Auf jeden Fall haben wir viele Kanonen am Start, beziehungsweise kommt doch dann einiges, und mit der Reload sehr schön auch die Streuung, also wirklich sehr, sehr, sehr genau. Noch sind keine Gegner gespottet worden überhaupt. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, da passiert gleich was. Also hier oben, da sind ganz gern mal Gegnerkonfrontationen gegeben. Und ansonsten, wenn ich jetzt sehe, da passiert nicht viel, dann werde ich jetzt hier vorne links abbiegen und werde vielleicht doch mal Richtung Cap schauen. Werde den Gegner so einfach dazu zwängen, dass er eine Aktion bringen muss. Mal schauen. Oh, da ist schon einer. Da ist schon einer offen. Und zwar die Amagi. Da drehen wir uns jetzt doch wirklich da Richtung Cap. Und was haben wir da noch? Die Nagato. Also sie scheinen sich da im Verbund aufzuhalten. Natürlich nicht doof von denen bei der Anzahl, jetzt in den Caption direkt zu fahren.
beginnen auch gleich den Captain jetzt zu dritt. Auch die Demoin ist da dabei. Jetzt sind alle vier. Also zu viert direkt hier in den Cap. Das macht der Gegner gut. Macht's uns jetzt gleich direkt schwerer. Erstmal versuchen zu decappen. Von der Kanone, von der Geschwindigkeit der Schüsse sollte es möglich sein. Aber jetzt hat sie gerade Fahrt aufgenommen, die Amagi. Da habe ich sie doch getroffen. Die Nagato jetzt mich auch. Jetzt bekomme ich ja schon gute Hits, weil ich jetzt als einziger für die wirklich greifbar bin. Das ist leider gerade die Problematik, dass mein Team, meine Schlachtschiffe nicht da sind, wo ich sie gern hätte. Und deswegen haben die mich jetzt hier schon gut im Fokus. So, jetzt konnte ich die andere Dämonen schon gut treffen. Jetzt werde ich aber so beidrehen müssen. Ich hoffe, dass mein Team mich jetzt unterstützt. Weil jetzt, sonst wird es jetzt gleich ganz, ganz, ganz unangenehm. Sie fahren aus dem Cap jetzt raus, so sieht es zumindest aus. Zumindest zwei der Herrschaften. Jetzt beide Nagatos noch im Cap. Oh, in den Eisberg gedreht. Das war natürlich nichts. So, jetzt unterstützen dann auch meine Teampartner. Die Amagi kommt jetzt gleich hinten rum. Das wird jetzt gleich ganz unangenehm. Auch wenn es Low-Tiers sind, aber Schlachtschiffe haben natürlich auch dementsprechend Feuerpower. Also von dem her sollte man die hier nicht unterschätzen. So, der erste, der hier schon wartet, aber er steht, Gott sei Dank. Das ist natürlich. Aber da drückt er brutal viel Schaden rein. Hab hier auch schon Tinnitus. Aber man sieht, und das ist das Schöne, und das wollte ich eigentlich nur bei diesem Video zeigen, wie viel Schaden dieser Tier 10 austeilen kann. Natürlich macht ein Schlachtschiff viel Schaden, aber wir sind hier ein Kreuzer und wir nehmen hier mal doch ganz, ganz gut das Ding mit. Jetzt versuchen wir noch einmal hier so beizudrehen. Critical Damage, das habe ich ja auch hinter mir. Jetzt können leider nur noch drei Rohre zielen. Aber der erste Gegner ist schon raus. Und zwar die gegnerische Demoin. Das ist schon mal super. So, jetzt, die konzentriert sich hier Gott sei Dank gerade nicht auf uns. Jetzt hier beidrehen. Dass wir sowohl die Kanonen unterstützen können, als auch unseren Mate hier. Ja, sehr gut. Der ist auch weg. Und jetzt haben wir hier die Oberhand. Da konnte ich mich jetzt hier noch wirklich so gut aus der Schussbahn bringen. Ich habe sie schön abgelenkt, kann man wirklich so sagen. Dann haben sie sich gut auf mich konzentriert und meine
Mates haben mich dann nachträglich gut unterstützt. Also so soll Teamwork sein. Ideal. Jetzt haben wir hier noch eine volle, fast volle Nagato. Und die Amagi, die ist auch schon ein bisschen am Arsch. Sei es drum. Please win. So, jetzt hoffe ich mal, dass ich hier gleich dann wirken kann, sobald ich hier jetzt rumkomme. Ja, perfekt. Aber ich würde gern auf die hier gehen. Oh, die steht auch noch. So. Ja, leider jetzt. Jetzt haben sie die andere rausgenommen. Schade, schade. Also, aber die Feuergeschwindigkeit, die ist wirklich krass. Aber unglaublich viel HP hat das Biest noch. Aua, und dann nimmt sie mich raus mit einem Schuss. Das ist halt das, also. Auch wenn es ein Tier 7 ist, aber Tier 7 Schlachtschiff, wenn es trifft, macht es halt unglaublich viel Schaden. Schauen wir mal, was unser letzter Verbliebener hier so treibt. Die andere Nagato, die zeigt sich schon gar nicht mehr. Die ist schon so angeschlagen. Ja, Captain wird wohl auch nichts. Also entweder er bekommt hier noch wirklich ein paar Schüsse raus, die dementsprechend passen, oder es wird leider ein Lose. Ah, jetzt kriegt er schon den nächsten. Ja, die andere, die trifft einfach sehr, sehr gut. Und jetzt kommt hinten rum die mit 16.000. Wobei, wenn er auf die zielt, wenn er die vielleicht wegmacht, dann hätte er zumindest noch einen Kill. Ist noch im Reload. So, jetzt kriegt er ein paar Schüsse raus und wie treffen die? Ah, leider sehr schlecht. Jetzt bleibt er auch noch stehen. Das macht man, also das ist natürlich so ein Kardinalsfehler. Der sollte nicht begangen werden. Aber wir können uns jetzt hier ein bisschen die Action ansehen, die hier so gerade passiert. Die Sekundärgeschütze schießen jetzt auch schon mit. Deswegen ist hier gerade ein Schusshagel praktisch. Wie gesagt, es geht nicht mehr darum, ob wir noch gewinnen. Das wäre zu vermessen zu sagen, sondern geht auch noch darum, nimmt er die eine noch mit oder nicht. Ja, die anderen, da trifft einfach sehr viel, sehr, sehr gut. Man sieht es unten an den HP. Jetzt fahrt er noch rückwärts. Die Taktik kann leider nicht aufgehen. So. Na, also da zieht er dem zu wenig mit. So, und jetzt noch 2000, 1000 und leider ist es ein Lose. Aber sei es drum, wie gesagt, wichtig bei solchen Sachen, dass ihr seht, wie das Ganze läuft, wie viel Schaden man machen kann, was habe ich denn gemacht. 77.000 bin hier im Team auf dem zweiten Platz, aber natürlich liegt es daran, dass ich keinen leider töten konnte. Habe hier Minus-Credits gemacht. Das ist auch mal eine Sache, das ist mir noch nie passiert. Das heißt also, man sieht Minus-Credits auch nur bei einer gefühlt vernünftigen Runde.
Und bei dem Loose in High Tiers passiert das dann scheinbar. Also von dem her sehen wir, dass da ein ähnliches Thema ist wie in World of Tanks. Ja, dann hoffe ich, dass euch die Demoin gefallen hat und wünsche euch alles Gute. Bis zum nächsten Mal, euer Alcaramba.